Sie wollen Ihr eigener Chef sein und denken darüber nach, die Nachfolge in einem bestehenden Unternehmen anzutreten? Dann, liebe Zuhörer, sollten Sie sich unseren heutigen Podcast unbedingt bis zum Ende anschauen, denn heute habe ich einen waschechten Nachfolger bei mir und der hat auch die Firma erfolgreich übernommen und weitergeführt. Heute ist also Best Practice unser Thema. Herzlich willkommen zum Sage Nachfolgeplaner, Unternehmensnachfolge klug meistern. Mein Name ist Jan Friedrich und mein heutiger Gast ist der Moritz Ostwald. Er ist Geschäftsführer der Alpha Inspiration GmbH und des Instituts Dr. Baldinger & Partner. Herzlich willkommen, Moritz. Bevor wir jetzt aber ins Detail gleich einsteigen, stell dich doch unseren Gästen einfach mal kurz vor und erzähl mal so grob, was ihr denn bei der Alpha Inspiration und bei Dr. Baldinger & Partner denn so macht. Vielen Dank erstmal, Jan, und natürlich danke für die Einladung, der ich super gerne nachkomme. Ja, was machen wir bei der Alpha Inspiration? Bei uns geht es um das Thema Transformation. Transformation von Menschen, Führungskräften im Wesentlichen, und von Unternehmen. Und alles, was du dir da vorstellen kannst, ja, rund um Change, und zwar erfolgreicher Change. Inwieweit das mit meiner eigenen Nachfolge zu tun hat, werden wir vielleicht heute hier herausarbeiten. Aber das ist nicht nur das Thema im Wesentlichen von der Firma Alpha Inspiration, sondern auch mein ganz persönliches. Und ja, Transformation beschäftigt mich jetzt schon seit 43 Jahren. Ja, Wahnsinn. Schön. Moritz, wir wollen ja unseren Zuhörern in diesem Podcast so Einblicke geben, echte Nachfolgergeschichten erzählen. Jetzt erzähl doch einfach mal, wie bist du denn ja Nachfolger geworden? Ja, einfache Frage, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde, glaube ich, ist die beste Antwort dazu. Ganz ehrlich, ich wollte nie Nachfolger werden. Ja, das hatte ich bis kurz bevor mir das Angebot unterbreitet wurde, überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich wollte Gründer sein und das war ich auch. Ja, ich war in meinem alten Leben bis 2010 im Bankenbereich unterwegs, war durch 12 Jahre in verschiedenen Funktionen, wo ich Führung schnell auch für mich entdeckt habe, also gute Führung von schlechter zu unterscheiden. Und für mich war klar, ich werde Gründer. Und habe auch 2 Startups gegründet. Ich bin 2010 irgendwann nach Kanada ausgewandert und habe es dort probiert. Aber viel mehr als probieren war es dann nicht. Ich habe viel gelernt, wie es nicht geht. Ja, aber es ging immer um Gründen. Und wenn du die Frage fragst, wie wurdest du Nachfolger? Vielleicht eine kleine Anekdote. Das war Anfang 2015, wo ich dann aus Kanada wieder zurückkam und die Firma, das Vorfolgeinstitut der Alpha Inspiration, schon gegründet hatte. Und wir hatten, sagen wir mal so, mäßigen Erfolg. Es war okay und wir hatten auch ein paar prima Kunden, aber es lief nicht so richtig. Ja, und dann habe ich entschieden, naja, vielleicht probierst du es mit der Kooperation. Mhm. Und dann habe ich mit meiner Frau damals gesprochen, die war bei einer Großbank beschäftigt, welche großen Trainings- und Weiterbildungsinstitute, mit wem arbeitet ihr zusammen? Und dann hat sie mir 3 Namen genannt und eins davon war Dr. Baldinger & Partner. So, und ganz ehrlich, Dr. Baldinger & Partner, noch nie gehört. Ja, so, okay. Ja. Guck mal, wo sind die in Büdingen? Ah ja, in Büdingen, alles klar. Habe ich versucht, einen Termin zu bekommen bei der Frau Dr. Baldinger, Verena Baldinger, und den auch bekommen. Und fuhr dorthin zum Mittagessen, ich weiß noch ganz genau, es war Mai 2015, mit der Intention, naja, ich werde sie kennenlernen, sie wird mich kennenlernen und ich kann als Trainer, Corporate Trainer, ein bisschen Coach, auch für ihre Kunden da ein bisschen was Gutes tun. So, das war meine Intention. Okay. Und die Geschichte ist so wild, ja, aber es ist wirklich, wir sitzen beim Mittagessen dort und beschnuppern uns die ersten 8 Minuten. Ich habe die Frau nie vorher gesehen, sie hat mich vorher gesehen. Nach 8 Minuten fragt sie, ja, Herr Ostwald, prima, ich glaube, das könnte passen. Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, ein Unternehmen wie dieses, Dr. Baldinger & Partner, weiterzuführen? Ich sagte, wie weiterführen? Was ist das denn jetzt? Ja, also noch nicht mal 10 Minuten da drin, hat sie mich alle abgeprüft, kannst du dir einen Unternehmensnachfolge vorstellen? Und ich bin jetzt nicht auf den Mund gefallen, ich bin jetzt nicht oft sprachlos, aber das war einer der Momente, wo ich sagte, ist das eine Trickfrage? Was will sie da jetzt? Verstehe ich überhaupt nicht. Ja, und dann wurde mir langsam klar, die meint es ernst. Ja, sie war damals 58, glaube ich, plus minus 57, 58, hat über Nachfolge nachgedacht. Ja, und da hat sich dann plötzlich eine Tür geöffnet, über die ich literally noch nie einmal vorher nachgedacht hatte. Wahnsinn. Ist ja, hat ja fast schon Hollywood-Charakter, sehr schön. Das, sowas brauchen wir hier im Podcast. Jetzt sag mal, wie ging es denn dann weiter? Also wie kam Frau Baldinger zu diesem, also in 10 Minuten, ist ja unglaublich. Also warum nicht in der Familie, warum du und warum so schnell? Also gibt es da Gründe? Kannst du uns da ein bisschen mehr zu erzählen? Ich kann dir und euch natürlich Gründe nennen, die ich kenne. Ja? Ob das jetzt genau die ganze Geschichte ist, das werde ich nie wissen. Sollten wir sie dazu einladen. Die erste Frage, die ich gestellt habe, warum ich? Nee, es war nicht die erste Frage. Warum nicht jemanden aus deinem Netzwerk,
Dr. Baldinger und Partner hatte damals 23 Jahre, vor 23 Jahren gegründet. Ja, jetzt haben wir ein bisschen mehr auf dem Buckel. Und teilweise sind die Trainer, die bis heute noch jetzt bei mir sind, über 10, 20 Jahre dabei. Das sind Institutionen, die sind richtig super. Und dazu hat die Frau Dr. Baldinger auch eine Tochter. Ja, und natürlich war auch meine Frage, ja, warum nicht die Tochter, warum nicht in der Familie? Die Antwort war ziemlich schnell klar. Nee, die hat ganz, ganz andere Interessen. Die interessiert sich überhaupt nicht für Weiterbildung. Für Transformation, macht ihr eigenes Ding, fair enough. Aber dann hat sie halt einen Trainerstab von 40 Top-Trainern gehabt. Warum nicht irgendjemand von denen? Ja, es wäre so eher so ein Management-Buy-In oder sowas gewesen, genau. Ja. So hätte ich es ja gemacht. Ne? Ich bin Unternehmer, ja. So. Ich glaube, du auch, ja, haben wir gestudiert, so macht man das. Ja, dann war da irgendwann die Frage, nicht an dem Mittagessen. Das kam dann Wochen später, wo ich gesehen habe, sie macht das wirklich ernst. Und dann kam so irgendwann so die Frage, sagte ich, ja, Moritz, mir ist eins ganz, ganz wichtig. Heute ist es total klar, ja. Damals war es so, mir ist wichtig, dass mein Lebenswerk, mein berufliches Lebenswerk, wo sie fast ein Vierteljahrhundert sich da reingekniet hat, ne, Sweat, Blood, Tears, du kennst es, das will ich nicht einfach verkaufen an irgendjemanden übergeben, sondern ich möchte, dass es weitergeführt wird und dass gewisse Werte, die mir wichtig sind, auch eine Chance haben, weiter zu bestehen. Und sie hat mir damals gesagt, in diesem ersten Kontakt mit mir, und wahrscheinlich hat sie ihre Hausaufgaben gemacht, jetzt war ich auch damals jetzt nicht unbelecktes Blatt hier, ne? Social Media gab es ja auch damals schon, noch ein bisschen Recherche hat sie bestimmt betrieben, hat sie gesagt, ja Moritz, ich glaube, bei dir könnte das sehr, sehr gut passen mit den ihr wichtigen Werten und wofür ich stehe. Ja, und so haben wir dann eigentlich von Tag 1 an mehr und mehr uns dieser Idee genähert. Du hattest auch am Anfang gesagt, Gründen ist eigentlich so dein Gedanke eigentlich gewesen. Das ist, stellen wir auch fest, mit den gesamten Themen und Unternehmern und so, mit denen wir uns beschäftigen in der Nachfolge. Ja. Gründen ist in aller Munde, aber warum spricht man so viel über Gründung und so wenig über das Thema Nachfolge? Ne? Das ist ja, war bei dir ja auch am Anfang so. Ja. Du bist wie die Jungfrau zum Kinde zugekommen, aber warum ist das im Generellen so? Hast du da eine Erklärung für? Ich habe Ansätze vielleicht, nicht die Erklärung. Also ich glaube, Gründen ist heutzutage in Deutschland sexy. Ja, also Gründen, und das war nicht immer so. Ja, also ich erinnere mich, als ich 2010 nach Kanada erstmal in Toronto ausgewandert bin, da haben die Leute, auch meine engsten Freunde und mein Netzwerk gesagt, ja, bist du verrückt? Du verlässt jetzt hier ich war Vice President, Global Head of Sales, Riesengeschichte so, ja. Oh, du kannst das doch nicht alles wegschmeißen. Das war das häufigste Wort, wegschmeißen, wenn ich was wegschmeißen würde, ja. Und dann war die wussten, ich würde gründen wollen in Kanada. Ja, das haben ganz viele überhaupt nicht verstanden. Ja, das heißt, damals war das noch nicht so sexy. Heute würde ich sagen, auch wenn ich mich so hier, dann hören alle genau zu, die hören die Geschichte genau an, weil Gründen jetzt salonfähig geworden ist. Das war übrigens damals vor 10 Jahren schon in Kanada ganz anders. Da wurde ich super mit offenen Armen empfangen. Und heute, glaube ich, mit ein paar Jahre zurück, ist hier Gründen sexy. Das wäre für eine Sache. Eine andere, oder warum zeichne ich das sexy? Wenn ich das so aus so einer egozentrischen Weltsicht sehe, so ein bisschen meine Idee, ja, mit meiner Energie wird dann zu meinem Erfolg. So bewusst mein, so ein bisschen wie bei Gollum, ja, Herr der Ringe, mein Schatz, ja. Das ist halt cool, du machst das dein Ding und es wird erfolgreich und alle feiern dich dafür, dass du dann der erfolgreiche Unternehmer bist. Das hast du ja bei der Nachfolge jetzt nicht genau so, weil es mal primär nicht deine Idee war. Ja, das fällt mir vielleicht dazu noch ein. Und als letzter Punkt, wenn du gründest, hast du vielleicht scheinbar weniger Kompromisse einzugehen mit anderen. Ja, weil es ist deine Idee, es sind deine Spielregeln, du gibst den Ton vor, am Anfang bist du eine One-Man-Show, dann wächst das, aber alle richten sich nach dir als Gründer aus. Beim Nachfolger, da sieht es ein bisschen anders aus, ne? Weil je nachdem, wie lange die schon im Markt ist, die Firma, bei uns war das so, 23 Jahre, da läuft das anders. Und ich glaube, deswegen ist diese Nachfolgegeschichte, finde ich deinen Podcast so klasse, Jan, nicht in aller Munde bis hierhin. Genau, so sind wir auch eingestiegen und auch ich eingestiegen und das, die gesamten Kollegen, die mir dabei helfen, das ein bisschen mehr, ja, einfach mehr Raum zu geben, auch in der öffentlichen Diskussion und zeigt sich, dass auf jeden Fall das Interesse groß ist. Wenn man das aber noch genauer sieht, wenn du sagst, okay, das könnten die Gründe, die Hintergründe sein für Gründen ist hip, Gründen hat mehr Charme. Jetzt aber den Umkehrschluss, was kannst du denn allen mitgeben? Eher vielleicht das vermeintlich langweiligere Nachfolgen einfach im Vergleich darzustellen. Chancen, Risiken, mal so aus deiner Erfahrung heraus, wie würdest du das abwägen? Was würdest du mitgeben? Wo sind die Chancen, wo sind aber auch die Nachteile vielleicht bei dem einen oder beim anderen? Ja,
Und du sagst gerade, dieses vermeintlich, ne, quote-unquote, ja, langweilige. Ja. Ganz ehrlich, nicht ein Tag war bisher auch nur ansatzweise langweilig, weil das ist ja so spannend. Und ich hätte es genauso unterschrieben vor der Übernahme als Nachfolger. Ja, es ist vermeintlich langweiliger. Aber wenn du genau darüber nachdenkst, ist es genau das Gegenteil. Weil du dich in ein gemachtes Nest reinsetzt, bei mir war das ein paar 20 Jahre, ist halt so viel mehr Struktur, so viel mehr Prozesse, so viel mehr alles schon da. Und dich da reinzufuchsen und all das erstmal zu verstehen, das Alte zu würdigen, bevor du dann irgendwann Richtung Change mutig nachdenkst, brauchte tatsächlich, glaube ich, viel mehr meiner mentalen Energie, als wenn ich, aber ich will das jetzt nicht diskontieren, nur Gründe, ja, weil da habe ich ja vorher wahrscheinlich schon über Jahre einen klaren Plan, wie ich das machen möchte. Ja, also das vielleicht vorab, es ist alles andere als langweilig gewesen, für mich persönlich. Wenn ich so Chancen und Risiken mir überlege, eine große Chance natürlich bei der Nachfolge, die du beim Gründen so nicht hast, du hast einen höheren Hebel. Der Hebel einfach auf das aufzubauen, was schon da ist, was andere vor dir gemacht haben. In meinem konkreten Fall waren das natürlich die Mitarbeiter, der ganze Stab an Mitarbeitern, die eingespielt waren. Das waren die Produkte natürlich, die Dienstleistungen, die wir machen, die Prozesse genau und selbstverständlich die Kunden. Ja, ist ja genau der Charme, dass ich nicht irgendeine Unternehmensbude hier kaufe, die ich nicht geprüft habe, sondern das Gute hier war, wir haben uns Zeit genommen, ich habe über Jahre genaue Einblicke bekommen in die Kultur, in die Strategie, aber auch in die Bücher und so wusste ich halbwegs, auf was ich mich einlasse und insofern ist es eine deutlich größere Chance als beim Gründen zu sagen, worauf baue ich dann auf. Das ist die vielleicht größte Chance, die mir einfällt. Das größte Risiko. Interessanterweise, das ist eher jetzt die Theorie, die ich dir mit dir teile, weil Gott sei Dank war das nicht meine Praxis. Das größte Risiko, was ich sehe, ist eine Inkompatibilität zur Unternehmenskultur, die vorherrscht. Ja, weil als Gründer sowieso hast du eine klare Idee und du stehst dafür irgendwas, da möchtest du lang. Ja, als Unternehmensnachfolger im Prinzip ja ähnlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand extrem erfolgreich ist, indem er Nachfolger wird, indem er sich nur anpasst, er oder sie, einer bestehenden Struktur. Das wird wahrscheinlich nicht gut erfolgreich sein. Sprich, dieses Risiko war, passt denn die bestehende Unternehmenskultur über ein paar 20 Jahre auch zu mir und meinen Vorstellungen erstens? Und wie lange wird es wohl dauern, um das, was noch nicht passt, vielleicht passend zu machen? Wie viel Geduld brauche ich? Können wir mit der Mannschaft das machen? Können wir mit den Kunden das machen? Stimmt das Geschäftsmodell oder brauche ich gleich die Riesenveränderung vor der Nase? Und da, glaube ich, ist ein großes Risiko. Ja, wie groß das ist, weiß ich nicht. Aber es ist ein Risiko, wenn man übernimmt, statt selber zu gründen. Jetzt hast du es ja erklärt, der Prozess an sich hat ja anscheinend ein bisschen gedauert. Also es war die Idee, ja, das war der Impuls und dann ist ein bisschen was passiert. Du hast die Kultur kennengelernt. Wie hast du denn die Kultur kennengelernt? Also was hast du denn gemacht dann eigentlich? Also wie ging es denn dann erstmal los? Ja, bei mir war es so, dass wir hatten einen Stichtag, zu dem die Übergabe, dann Change of Control irgendwann stattfand. Das war 1. Januar 2018. Sprich, wir hatten 2,5 Jahre Zeit, um uns aneinander zu gewöhnen. Und damit meine ich, ich gewöhne mich an die bestehende Organisation, aber die Organisation mit allen Stakeholdern gewöhnt sich auch an den Neuen da, ja, der sich da jetzt verhält. Ich kann ja mich nicht verhalten, wissen wir beide. Ja, aber irgendwie, die gucken ja schon genau dahin. Also es war manchmal so, ja. Und ich glaube, vielleicht das Sinnvollste, was ich im Nachhinein gemacht habe, ist, bevor ich auch nur aushole und sage, okay, ich habe die Ideen und da sehe ich die Zukunft und das ist die Vision und all das, Purpose, Vision, finde ich persönlich mega wichtig. Ich weiß, du ja auch, Jan. Bevor ich überhaupt damit anfing, erstmal so einen Schritt zurück und sagen, okay, erstmal genau zuhören. Was genau ist da zu hören, zu sehen, endlose Gespräche mit allen, mit den Kunden. Was schätzen die an uns? Was schätzen die an Dr. Baldinger und Partner? Eine unserer größten Kunden ist eine große Bank, die hat seit über 20 Jahren uns die Treue gehalten. Das ist in der Branche außergewöhnlich. Was genau lässt euch immer noch bei uns bleiben? Warum sind die Mitarbeiter da? Warum sind die Trainer, 40 Trainer habe ich gesagt, warum sind die bei uns und nicht bei zahlreichen Wettbewerbern, wo die zum Teil auch sind? Aber was macht das aus? Und das konnte ich über die 2,5 Jahre, ich glaube, relativ gut erkennen, weil Gott sei Dank die mir auch sehr viel anvertraut haben. Und das war so das Wichtigste, die Kultur erstmal so kennenzulernen. Das ist das eine. Führungskultur ist das Nächste. Ne? Wie unterschiedlich habe ich Führung dort wahrgenommen gegenüber, wie lebe ich Führung? Ich habe eben schon mit dir geteilt, dass Führung mir extrem wichtig ist. Einer der wichtigsten Hebel, die ich sehe bei der Transformation. Da gab es dann doch schon so leichte Abweichungen zwischen dem Alten und dem Neuen.
ohne jetzt zu sagen, was ich besser oder schlechter finde, aber da gab es große Diskrepanzen und all das erstmal genau zu beobachten und vor allen Dingen auch zu würdigen. Das, vielleicht das ist auch noch ein Punkt, wenn hier potenzielle Nachfolger zuhören, bitte, bitte, bitte unbedingt würdigen, was da ist, anstatt gleich wieder, und ich habe da eine Historie vorher, mit wieder Elefant durch den Porzellanraden, alles erstmal plattwalzen und da geht's lang. Das ist, glaube ich, selten eine gute Idee. Das ist auch ein Thema, was wir schon in dem einen oder anderen Podcast hatten, ist ja, dass die Nachfolge, man ist kurz vor knapp, man ist kurz vor der Übergabe und dann klappt es dann doch nicht. Ne? Also weil entweder der alte Unternehmer nicht sich so richtig lösen kann oder die Werte des Nachfolgers und des Unternehmens nicht zusammenpassen. Aber du hast es ja schon ein Stück weit beantwortet, wie du das eigentlich gelöst hast, weil das ist eine ganz knifflige Angelegenheit. Mhm. Und auch sicherlich der Unterschied zum Gründen, du hast es ja auch schon so ein bisschen ausgeführt. Aber dein Ratschlag wäre wirklich mit Bedacht und mit einem offenen, aktiven Zuhören dem Ganzen einfach zu begegnen, sei es dem abgebenden Unternehmer, aber auch der gesamten Belegschaft. Habe ich das so richtig aufgenommen? Genau. Sowohl als auch, also unbedingt beidem, ne? dem abgebenden Unternehmer vielleicht mal noch einen Tick mehr, weil in meinem Beispiel hat sie halt vor 23 Jahren nicht alleine, aber mit zwei Kolleginnen, die jetzt aber seit vielen Jahren schon keine Rolle mehr gespielt haben, das gegründet, sodass es am Ende ihr Baby war. Das heißt, da eine ganz hohe Sensibilität auch walten zu lassen. Und das ist dieser schmale Grat, ja, zwischen, ja, wir können, das können wir ja lernen, wir können ja sehr gut zuhören und ganz viel empathisches Verhalten an den Tag legen und das darf auch echt sein, aber mir war das so. Ich habe eine ganz, ganz hohe Bewunderung für Frau Dr. Baldinger und für was sie aufgebaut hat und für diese Souveränität, die sie ausstrahlt, all das. Aber gleichzeitig willst du ja auch selber authentisch du selbst sein. Ja? Und dieser schmale Grat, wie lange zuhören ist genau gut und wann, weil natürlich Fragen die ja auch ständig, wie siehst du denn das, Moritz, als potenzieller Nachfolger? Da kannst du ja nicht sagen, ja, also nee, ich höre erstmal hier 720 Tage zu und würde mich dann, geht ja nicht. Ne? Mhm. Und dann, das war ein bisschen tricky. Aber ja, also dem abgebenden Unternehmer zuhören. Und dann, bei uns war es so, dass wir den Change of Control an einem Stichtag gemacht haben. Es gab also keine Übergangsphase großartig. Im Nachhinein würde ich auch sagen, das war auch sehr, sehr weise, weil es dann klare Verantwortungsbereiche gab. Ja? Es war also klar, ab 1. Januar würde ich hier das Sagen haben. Nicht, weil ich das unbedingt will, aber weil die Mitarbeiter sich dann daran orientieren können. Und in den Jahren davor oder in den Monaten besonders davor habe ich denen besonders zugehört. Was brauchen die? Was läuft gut? Was wünschen sich vielleicht aber auch anders? Ist ja auch immer die Chance dann, die du vielleicht gar nicht so häufig hast, an einem Stichtag auch ein paar Änderungen vorzunehmen. So, ich nenne das diese Change-Energie, die Veränderungsenergie, die dann da ist. Vielleicht sogar so ein bisschen die Euphorie. Oh, da kommt jetzt was Neues. Und diese Welle auch dann so zu nutzen. Und das klappt, glaube ich, nur, indem du allen genau zuhörst. Und jetzt habe ich die Kunden nicht erwähnt, also als drittes, aber denen natürlich genauso. Ja, was ist toll, was soll beibehalten werden? Und wo, wenn wir ganz ehrlich sind, wünschst du, lieber Kunde, dir jetzt auch vielleicht ein bisschen Veränderung? Bevor wir einsteigen in den Prozess sozusagen danach, passiert ja aber doch auch, ich würde es jetzt mal als technisch bezeichnen, es ist ja auch einfach so ein Management-Buy-In oder so eine Übernahme, wie auch immer man es bezeichnen mag, ja. Ist ja auch ein technischer Prozess, also im Sinne der Übernahme, wie du es gesagt hast, da gibt es ja Vertragsverhandlungen, es gibt noch andere Themen, die alle geschnitten und betrachtet werden müssen. Mhm. Bist du da großer Experte schon vorher gewesen oder kannst du da den Zuhörern auch ein bisschen was mitgeben? Also wie seid ihr oder bist du vorgegangen, um diese Übernahme auch technisch vorzubereiten, sei es von der Finanzierung, von der rechtlichen Seite und so weiter und so fort? Hattest du einen Berater oder keinen? Wen sollte man mit an Bord haben oder nicht? Einfach mal so ein bisschen aus der Praxis. Wie ist das abgelaufen? Ja. Was kannst du da so den Zuhörern mitgeben? Ja, gerne. Also ich würde mich nicht als M&A-Experte hier bezeichnen, bei weitem nicht. Gott sei Dank habe ich aber Leute in meinem Netzwerk, die sind genau das. Und ja, aus meiner Bankenzeit habe ich einen sehr, sehr guten Freund, der macht genau das seit 20 Jahren. Der hat mich beraten. Ich habe meinen eigenen Coach damit reingezogen von Anfang an, der über das Transaktionale hinaus, auch so das Emotionale, ne? Es ist auch immer sehr mit sehr viel Gefühlen verbunden und Befindlichkeiten, der hat mich da unterstützt. Wir haben dann, das war vielleicht auch ein bisschen atypisch, aber für uns beide, die Frau Dr. Baldinger und mich, hat das super funktioniert, uns auf einen gemeinsamen Anwalt und eine gemeinsame Steuerberaterin geeinigt, die uns beide von beiden Seiten beraten hat, also ne, Verkäufer, Käufer. Das hat super funktioniert, weil wir halt jetzt nicht irgendwie gegeneinander jeweils das Beste für die Parteien rausholen wollten, sondern weil die ein Interesse daran hatten, für beide einen Win-Win tatsächlich zu erreichen. Also die haben wir auch als Berater mit dazu gehabt.
ja, das glaube ich, sind das wichtigsten Leute, die mich dabei unterstützt haben. Und ich habe das zum ersten Mal gemacht. Ja, ich hatte überhaupt gar keine Erfahrung, wie es jetzt technisch genau funktioniert. Aber die eigentlichen Vertragsverhandlungen haben schon 12 Monate gedauert. Also jetzt nicht nonstop, aber war jetzt auch kein Kindergeburtstag. Ja. Ja, das waren so die Do's. Gibt es noch irgendwelche Don'ts? Also hast du die auch? Ja. Ist irgendwas passiert oder war es ganz doch, hast du alle Don'ts vermieden sozusagen? Nee, ich habe mir natürlich vorher, weil es auch meine Profession ist, überlegt, wie machst du das und was sind die Do's und was sind die Don'ts und an die eigene Geschichte kann ich mich halten, ja? Ja. Problem ist das, was ich nicht sehe, kann ich auch nicht vielleicht dann wahrnehmen. Ja, es gab ein paar Don'ts, natürlich. Das Don't, zu ungeduldig zu sein, zu schnell zu ungeduldig, ist ein totales Muster in mir seit anno dazumal. Am liebsten würde ich ganz schnell ganz viel verändern, Transformation, das ist mein Ding. Und ich bin jetzt nicht der sagt, ja, Transformation hast du ja auch, wenn du 10 Jahre dir Zeit lässt. Also es nicht zu schnell angehen, das war das eine. Ich habe das eben leicht, glaube ich, angesprochen, so der Spagat zwischen wie viel Empathie ist gut und richtig für den Prozess. Und wann aber auch klare Kante zeigen, weil es geht ja nicht nur darum, die abgebende Partei, hier die Unternehmerin, zufriedenzustellen. Also, das war mindestens 50%, wenn nicht wichtiger, weil wenn die sagt, nee, ich will nicht mit dir oder ich will gar nicht, dann gäbe es keinen Deal. Insofern schon ein großes Augenmerk darauf. Aber dann knapp dahinter, würde ich es mal formulieren, auch meine eigenen Wünsche, meine Nöte, meine Bedürfnisse zu gucken, ja, damit das passt. Weil gerade wenn du in die Vertragsverhandlung gehst, das ist meine Erfahrung jetzt gewesen, schon sehr klar zu sein, wo ist eine Linie, die nicht überschritten werden kann für mich persönlich, wo kann ich nachgeben, ja, und wie können wir uns in diesem, wenn die Leitplanken klar sind, wie können wir uns dort bestmöglich einigen, um auf den für uns besten Weg zu gehen. Und da gibt es natürlich einige Don'ts, die man dann nicht machen sollte. Ja, ja. Du hast es eben auch nochmal beschrieben, genau, es ist ja es ist zumindest ein Risiko des Scheiterns auch immer in diesem Prozess dabei. Ja. Und du hast gesagt, den Unternehmer auch mitzunehmen. Was hast du da, kannst du es konkretisieren? Was hast du mit Frau, oder wie läuft sowas ab, Frau Baldinger zum Beispiel mitzunehmen, zu sagen, das ist ein guter Weg und Vertrauen aufzubauen und zu sagen, wir kommen nicht in die Situation, kurz vorher dann die Reißleine ziehen zu müssen. Was hast du da konkret gemacht? Witzig, weil du sagst, was ist der Weg gewesen? Ja. Wir sind tatsächlich spazieren gegangen in Büdingen. Ja, ich lade dich mal herzlich ein, kommst mal zu uns ins Institut und alle Zuhörer genauso. Ja. Da ist ganz viel Park und Wald und sie macht das auch gerne im Coaching, sie geht gern spazieren. Mhm. Und sie ist mit mir dann immer durch Büdingen, durch die Altstadt und durch die Wälder spazieren gegangen, 1 Stunde, 1,5, manchmal 2 Stunden. Und auf diesen Spaziergängen, ohne Handy, ohne alles, haben wir uns einfach unterhalten. Ja? Und so wurde mir, ehrlich gesagt, nicht am Anfang, aber mehr und mehr klar, wie tickt dieser Mensch? Wie tickt sie? Was ist ihr wichtig? Was braucht sie? Ja, und dort hatte ich genügend Zeit, glaube ich, zuzuhören, was ist ihr wirklich wichtig? Und dann zu gucken, was ist mir wichtig? Und dann zu sagen, ja, okay, gewisse Dinge, die ich vielleicht vor 3, 4 Monaten in der Verhandlung noch als No-Go gesehen habe, jetzt wird es kritisch. Kann ich vielleicht doch nochmal sagen, also soll ich es daran scheitern lassen? Nee, komm, so wichtig ist mir das nicht. Mein eigenes Ego, auch so ein Learning, auch nicht zu wichtig zu nehmen. Ego ist wichtig, weil, aus zahlreichen Gründen, aber das ist nicht alles. Und dann sagen, okay, komm, den kannst du noch geben. Die letzten Wochen waren besonders heiß, ja. Die letzten Wochen zu sagen, okay, jetzt sind wir eigentlich auf der Zielgeraden. Wir hatten uns den 1. Januar 2018 als Change of Control genommen. Wir wollten das Ding September, Oktober 17 closen. Und die Wochen davor, die waren schon, wo wir das gesagt haben, wir sind kurz vorm Abbruch, geht gar nicht, kann ich nicht machen. Und dann frage ich meine wichtigsten Berater, wie seht ihr das? Und eigentlich alle unisono, jetzt spring doch mal über deinen Schatten, ja? Wegen der Kleinigkeit. Das ist doch keine Kleinigkeit. Doch, es ist eine Kleinigkeit. Du willst es doch daran. Ja, okay, gut, hast recht. So, dann, weil du bist dann auch so investiert irgendwann und dann Zahlen, Daten, Fakten und dieses große Ganze. Und ja, also ich denke, mit einem gesunden Maß an was brauchen wir, klappt es dann auch immer irgendwie. Also bei uns hat es geklappt und ich bin total dankbar dafür, ja. Ja, schön. Jetzt zeigt aber eigentlich auch nochmal sein vertrautes Netzwerk oder auch die Berater, die einfach mit dabei sind, dann auch den letzten Schubser dann einfach zu geben oder auch zu relativieren, wo man einfach vielleicht selbst ein Stück weit in der Sackgasse halt drinsteckt, einen wieder rauszuholen. Also den Prozess ruhig mit vertrauten Personen oder auch professioneller Unterstützung an der Stelle zu gestalten und auch das Ganze in Anspruch zu nehmen. Es ist also keine Schwäche an der Stelle, sondern tatsächlich eher eine Hilfe und dann
den Sprung zu wagen und so begeistert jetzt drüber zu sprechen, wie du das kannst. Ja, danke dafür, aber ich möchte das unterstreichen. Also unbedingt Hilfe in Anspruch nehmen. Ja, also ich stelle mir vor, ich möchte irgendeine komplizierte Sportart lernen, Stabhochsprung. Ja, und ich sage, oh, ich habe schon so viel in meinem Leben geschafft, ich schaffe das. Ja, gib mir mal einen Stab hier, 6 Meter oder 8 oder 9. Nee, keine gute Idee vielleicht. Und das sage ich gerade die, die vielleicht schon lange dabei sind und viel erlebt haben. Und das ist ja meine, weißt du, ich bin ja auch Executive Coach, unter anderem einer der Rollen. Und ich helfe anderen Menschen genau bei dem, was du jetzt fragst. Und da wäre ja naheliegend, ja, ich weiß das alles schon. Ich habe mit Löffeln gefressen, easy, ich brauche alles nicht. Und dann, wenn ich ganz ehrlich bin, ich kriege eine Gänsehaut hier, es gab den Teil, der gesagt hat, nee, warum soll ich Berater bezahlen? Also, die ist nicht die Freunde, aber warum soll ich Berater bezahlen? Warum soll ich einen Steuerberater teuer bezahlen und Anwalt dazu und mich ständig irgendwie, warum? Ja, jetzt kann ich euch und mir sagen, auch für die Zukunft, darum, ja, weil es gibt so viele blinde Flecken, die ihr nicht seht oder die ich vielleicht anders bewertet hätte und wir wären vielleicht nie zum Ziel gekommen. Ganz ehrlich, mit der Transaktion ohne diese externen Berater, wenn ich nur meine Idee mit ihrer Idee verglichen hätte, wären wir vielleicht nicht zum Ziel gekommen. Da haben wir auch schon einige Studien zitiert auf unserem Blog und auch da viele Unterlagen zu publiziert. Das ist einfach ein großes, großes Thema und eigentlich auch eine der großen Risiken deutscher Mittelstand, was sozusagen zur Übernahme bereitsteht. Und dass das Thema Scheitern und sozusagen zum Schluss die finale Schließung des Unternehmens zur Folge hat, einfach ein enormes Risiko darstellt. Und dem wollen wir heute einfach auch ein bisschen begegnen und Mut machen, zu sagen, das ist gut, da an der einen oder anderen Stelle wirklich Unterstützung auch dazu sich zu holen. Jetzt bist du Unternehmer geworden, jetzt bist du Nachfolger geworden. Wir haben es wirklich jetzt geschafft und du hast es ja gesagt, man trifft auf Strukturen, man trifft auf Firmenkulturen. Man sieht jetzt wirklich als der neue Inhaber und Geschäftsführer sozusagen, ist das, was ich kennengelernt habe, so eingetreten oder auch nicht. Aber du hast ja eine gewisse Idee dann in dem Moment auch schon im Auge gehabt. Du hast angedeutet, vielleicht nicht wie der Elefant im Porzellanladen gleich reinzugehen. Ja. Aber das ist natürlich, finde ich, auch sehr spannend jetzt, inhaltlich zu sagen, okay, wir sind jetzt da, aber jetzt geht es natürlich auch, jetzt geht die Reise erst los. Und vielleicht kannst du da mal ein bisschen erzählen, wie du da vorgegangen bist, welche Prioritäten du hattest und was so die letzten 1-2 Jahre da einfach schon passiert ist. Ja, gerne, gerne, Jan. Mir fällt gerade so das Zitat von Peter Drucker ein, ja, so Kultur ist die Strategie zum Frühstück. Und wenn ich eher so im Training bin, dann nenne ich dieses Bonmot gerne mal, um es gleich wieder einzuschränken, weil das ist ja höchstens die Hälfte der Wahrheit, weil ohne Strategie kannst du die beste Kultur haben, ist denen auch nichts wert. Ne? Also hier die Balance. Und warum sage ich das? Weil genau das war für uns der Erfolgsgarant, dass ich tatsächlich, obwohl ich diesen Spruch nicht mag, genau dem aber gefolgt bin, weil ich erkannt habe, wenn ich nicht Kultur als erstes, die Unternehmenskultur, ja, als erstes mir anschaue und sehr subtil versuche, Dinge leicht und langsam, vor allen Dingen langsam, ja, anzupassen, dann hätte die beste Strategie, glaube ich, mir nicht den Erfolg gebracht, wie wir die ersten 2 Jahre den hatten. Jetzt sind wir noch nicht, haben noch keine 10 Jahre auf dem Buckel, also ist noch ein bisschen früh hier Zwischenfazit zu ziehen, ja. Aber jetzt in Mitte 2020, glaube ich, war das genau richtig, die Kultur als erstes anzuschauen. Und wie konkret, indem du immer wieder viel mehr als vorher mit den Mitarbeitern sprichst, mit den Kunden sprichst, zu gucken, was wollt ihr unbedingt beibehalten, ne? Welche Spielregeln geben wir uns, welche Werte, nach welchen Werten leben wir bisher und wie könnt ihr euch vielleicht vorstellen, was wir als nächstes machen. Das machen wir seitdem eigentlich ongoing. Wir haben da, ich überlege gerade, warum überhaupt, wir haben das Pizza Night genannt. Also wir haben alle 6, 8 Wochen. Vielleicht gab es Pizza. Vielleicht gab es vom ersten Mal Pizza. Chef holt Pizza für alle und dann die Pizza Night, weil man bleibt dann bis Open End und dann philosophieren wir über Gott und die Welt, aber eben oft auch über strategische und kulturelle Aspekte. Und jetzt ganz aktuell haben wir mal wieder so einen Werte- und Visionsprozess, ja, wo wir uns gemeinsam, co-kreativ, unsere Werte, unsere Alpha Inspiration Werte und unsere Vision gemeinsam geben. Das haben wir jetzt am 31.08., also übernächster Montag irgendwann. Ja. Mhm. Und sowas, das habe ich am Anfang gemacht. Mit der Strategie der Neuausrichtung habe ich mir fast 2 Jahre Zeit gelassen. Ja? Also es gab kleinere Änderungen hier und da, natürlich. Aber jetzt, wenn wir ganz ehrlich sind, hat mir, und nicht falsch verstehen, Corona mit all den Implikationen ganz, ganz fürchterlich für ganz viele persönliche Schicksale, aber auch für viele Unternehmen. Und auch wir sind hart gebeutelt. Vielleicht kommen wir da nachher noch dazu. Wenn du so möchtest, aber ein Segen, das die Corona-Pandemie hier in Deutschland mich und wahrscheinlich eine Menge Unternehmer gezwungen haben,
umzudenken und dieses radikal schnell ein neues Geschäftsmodell aus dem Boden stampfen zu müssen. Ja, und das habe ich, wenn du so willst, habe ich das nicht schon vor anderthalb Jahren angefangen, das hätte ich machen können, weil damals waren viele Dinge auch schon sichtbar, aber sie hatten noch nicht die Notwendigkeit. Und insofern, worauf ich stolz bin, ist, dass die Kultur eine sehr, sehr positive ist, wo wir diese Freude leben, ne? The Joy of Transformation, das ist so unser Motto. Das funktioniert. Ja, und wenn du es kritisch siehst, mit der Strategie haben wir uns ein bisschen Zeit gelassen und sind jetzt erst im Handeln, wo wir August 2020 schreiben. Ja. Nee, sehr gut. Also bevor wir nochmal auch Corona vielleicht als Thema und vielleicht ein Stück weit als Katalysator betrachten, ja, und was hat das nochmal verändert oder so. Ich kenne das selbst aus meiner eigenen Rolle auch. Wie war denn das Feedback? Also auf was für eine Kultur bist du gestoßen? Auf so eine Pizzanacht Einzelladen? Wie war das Engagement? Wie war die... man weiß ja nie, wie das vorher war. Also wie wird Kritik geäußert, wie wird kritisch diskutiert, was für eine Kultur herrscht überhaupt, wie viel Interesse ist da intrinsisch an diesen Themen zu arbeiten und. Da würde mich einfach mal interessieren, wie war denn das Feedback der Mitarbeiter, wie war das Engagement von Zeitpunkt Null jetzt der Übernahme aus? War das, beschreib einfach mal. Ja. Das ist auch so eine ganze Bandbreite, wenn ich das beschreiben darf. Also zum einen durchaus euphorisch, bei fast nicht allen, aber bei der überwiegenden Mehrheit, die waren euphorisch, weil da kommt jetzt ein jüngerer Unternehmer, 20 Jahre fast jünger als die alte, nicht falsch verstehen, alte Unternehmerin, aber die bisherige Unternehmerin, ja. Ein frischer Wind, ja durchaus nicht ein unbeschriebenes Blatt. Also da war Euphorie da. Aber die Euphorie war gepaart mit einer kritischen Haltung, mit Zweifeln. Weil da hängen ja deren Arbeitsplätze dran. Ja? Klingt immer so schön. Und wenn wir im Nachhinein über Erfolgsgeschichten reden, dann ist immer alles prima, so die Heldenreise. Aber das war ja alles andere als klar. Ja, weil du bestimmt, ich habe ja einige deiner Podcast-Folgen hier auch gesehen, ihr habt das schon häufiger thematisiert, viele Übernahmen scheitern dann früher oder später auch. Aus diversen, auch sehr guten Gründen. Und das wollte natürlich niemanden von der Belegschaft, ich erst recht nicht. Und insofern, das war so eine abwartende Haltung am Anfang auch. Und dann hieß es dann so Pizza Night, die ersten haben wir freitags gemacht, machen wir nicht mehr. Ja, freitags so bis 16 Uhr arbeiten wir und dann so bis, lade ich euch ein, bis 8 oder 9 Uhr. Und dann, 9 Uhr? Nee, also ich habe Kinder, also ich habe Singen, ich habe Chor, ich habe dies oder nee, wieso denn? Können wir das nicht innerhalb der Arbeitszeit machen und so? Das waren die nicht gewohnt, ist auch keine Kritik, es war halt ganz anders. Und wie oft ich erinnere mich noch, ich habe relativ am Anfang, wo die auch wissen wollten, wie bist denn du als Führungskraft, Moritz? Habe ich gesagt, ja, ich kann euch das beschreiben. Ich kann euch aber auch eine visuelle Grafik zeigen von so einem 360-Grad-Feedback-Assessment. Ja. Nennt sich Leadership Circle Profile, habe ich auch für mich regelmäßig gemacht, auch mit den Mitarbeitern. Und dann zeige ich denen die Ergebnisse und sage denen, hier, das sind ganze Punkte, auf die ich stolz bin, aber es gibt drei Bereiche, die sind katastrophal schlecht, da möchte ich besser sein. Helft mir bitte. Das war eine offene Einladung, die habe ich 7, 8, 9 Mal ausgesprochen über 12 Monate, sagt mir, wenn ich in diesen drei Bereichen irgendetwas tue oder nicht tue, was euch auffällt, was ich besser machen könnte in eurer Sicht. Du, beim ersten Mal haben sie gesagt, aha, ja, ist ja interessant, ja. Haben nicht gesagt, machen wir, haben nur genickt. Nichts ist passiert. Beim zweiten Mal, ja, da war was mit dem Ding da. Ja, das ist eine gute Idee, Moritz. Nichts passiert. Ja, und dann ich glaube, beim dritten, vierten Mal hat die erste Mitarbeiterin dann ganz vorsichtig angefangen. Also Moritz, du hast ja mal vor, so gilt das noch? Darf ich dir auch was Kritisches sagen? Ich, hey, raus damit. Und dann so ganz vorsichtig. Ja, warum? Weil natürlich jeder von denen geprägt war, nicht nur durch meine Vorfolgerin, ja, durch die Gründerin, sondern natürlich auch durch andere Unternehmen, wo die vorher waren. Und das war, vielleicht kannst du das bei dir auch sehen, das ist eine ganz andere Kultur als in fast allen Unternehmen sonst. Ja, also das war sehr schwierig am Anfang. Und ich würde noch nicht mal sagen, dass es heute so, ja, jetzt sind wir da perfekt, gar nicht. Also es ist besser geworden, aber die Art und Weise, wie wir uns Feedback geben und die Art und Weise, manche sind extrem neugierig und die können es kaum erwarten für die nächste Session, so Pizza Night-like. Und manche ist aber auch in Ordnung, die sagen, nö, ich habe mein Privatleben, das trenne ich strikt, was ich auch gut finde. Und deswegen, lass uns doch mal eine andere Zeit finden als jetzt freitags 20 Uhr irgendwas. Ja, interessant. Und weil wir schon hatten, Corona-Pandemie, wenn du das mal rückwärts projizieren würdest, hättest du das alles gewusst? Sicher. dann hätte das deine Entscheidung, ja, 2018 sozusagen, 17, 18 beeinflusst, oder sagst du, du hast es ja schon angedeutet, nee, das war schon alles richtig, es hat nur jetzt gewisse Dinge nochmal in eine andere
in ein anderes Licht und in andere Geschwindigkeit und vielleicht in neue Geschäftsmodelle gebracht. Wie würdest du das bewerten? Also hellseherische Kräfte 2017, 18, genau. Wäre alles gleich zu heute oder wie würdest du das einschätzen? Nein, es wäre nicht gleich wie heute. Es wäre, um auch ganz ehrlich zu sein, wenn wir heute die Übernahme planen würden für Ende des Jahres, würde ich sagen, abwarten. Ja. Das Risiko, was ich damals eingegangen bin, mit einer erheblichen Fremdfinanzierung durch die Bank, um überhaupt den Kaufpreis stemmen zu können, da war ich mir diesen aus einer 2017er Perspektive Herausforderungen relativ bewusst. Jetzt habe ich auch Ökonomie studiert und im Bankenumfeld gearbeitet. Also ich habe schon versucht zu antizipieren, was sind so der Worst Case. Ja, die Top 3 Kunden könnten gleichzeitig alle abspringen. Naja, habe ich ausgerechnet, gut, dann haben wir halt 20-25% Umsatzeinbußen. Das ist blöd, aber das Geschäftsmodell ist gut genug und außerdem machen wir Sales. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass wir mit so einer Pandemie und dem Shutdown, das ist ja eigentlich das aus der wirtschaftlichen Sicht das Relevante, wo wir ganz viele Präsenztrainings gemacht haben, ne, mit Führungskräften oder Organisationsentwicklung vor Ort irgendwo, dass das komplett auf Null geht über Monate. Wir haben einen 70% Umsatzrückgang per August, Anfang August jetzt, ja, muss ich mir vorstellen. Hätte ich das vorher gewusst, ganz ehrlich, Jan, hätte ich gesagt, nee, geil, funktioniert, super Idee, aber lass uns doch mal nochmal 12 Monate warten, ob sich der Markt wieder erholt. Und ich helfe gerne mit, jetzt das Nötige zu tun, aber solange ich war ja überhaupt nicht im Risiko. Ich hatte ja keine Aktien im wahrsten Sinne drin, keine Anteile, außer die emotionale Geschichte, das könnte mal mein Baby werden. Und ich habe mich natürlich vorher schon reingekniet, ja klar. Ich hätte das nicht gemacht, ganz ehrlich, bei den Dingen. Bin ich deswegen unglücklich? Nee, weil vom Typ her Druck spornt mich an, ob als Athlet oder als Unternehmer genauso. Je mehr Druck, desto jetzt aber, jetzt, ne, du kommst ins Tun. Aber es ist schon eine andere Zeit jetzt. August 2020 würde ich heute nicht mehr genauso machen, sondern mir vielleicht noch ein paar Paragraphen einführen, um das Risiko abzufedern, weil vielleicht geht das nicht nur mir so, sondern eine Menge auch der Zuschauer hier gerade oder Zuhörer. Wir haben das ja noch nicht durchgestanden. Ja, wir sind August 2020. Keiner weiß, was passiert. Ich gehe davon aus, jetzt der Ökonom in mir, es wird reihenweise Pleiten geben, links und rechts von uns. Das gehört dann dazu. Ist auch nicht notwendigerweise immer nur negativ, aber das macht was mit dir. Und wenn du die Chance hast, eine Firma zu kaufen und es ist so eine Unsicherheit drin, über VUCA reden wir ja schon seit ich weiß nicht wie vielen Jahren, aber das sollte man sich schon genau überlegen und ich würde auch nochmal genau hingucken. Ja. Ja, ich hatte in der ersten Folge die Weitermacher. Da ging es auch einfach um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens oder des Businessmodells der zu übernehmenden Firma. Von daher, das bringt jetzt einfach nochmal einen neuen geschärften Blick einfach auf die Thematik generell rein. Ich sehe es auch nicht nur negativ und vielleicht kannst du auch beschreiben, was ihr schon für neue Ideen entwickelt habt. Ich verstehe dich so, dass du sagst, das Modell ist robust. Die Zukunftsfähigkeit ist gegeben. Solch ein Szenario, schwarzer Schwan und so weiter, man hat viele Bücher da schon zu gelesen, ist dann wirklich jetzt mal doch sehr nahbar und für viele wirklich sehr spürbar eingetreten, dass du sagst, okay, das ist jetzt nicht kein zukunftsfähiges Modell, nur aus der heutigen Perspektive würde man halt vielleicht ein bisschen anders entscheiden. Aber erzähl doch mal, was hat es denn so getriggert oder was hat es denn jetzt angestoßen und beschleunigt zu sagen, okay, ihr kommt aus der On-Site-Welt, ihr kommt aus diesen Veranstaltungen und Trainings vielleicht in Räumlichkeiten, aber was habt ihr in kürzester Zeit jetzt rausentwickeln können und vielleicht auch Kult als Firma, als Kult, also in der kulturellen Entwicklung von deiner Firma. Was ist da eigentlich passiert die letzten Wochen und Monate? Ja. Wahnsinnig viel. Also es ist eigentlich unglaublich. Wir sind immer noch in 2020. Es fühlt sich an wie 3 Jahre oder länger. Ja, auch gesellschaftlich, nicht nur fürs Unternehmen. Vielleicht das Wichtigste, ich kenne mich mit Glaubenssätzen gut aus, ne, so limitierende Glaubenssätze oder auch bestärkende Glaubenssätze. Ich war mir aber nicht bewusst, dass ich einen eigenen limitierenden Glaubenssatz hatte. Der lautete ganz klar, Präsenzmeetings oder On-Site, wie du sie nennst, sind durch nichts zu ersetzen. Wir haben das probiert mit virtueller Realität und mit allen möglichen AR-Geschichten. Nett, aber es kommt nichts daran. Vor Corona war für mich klar, wir werden hier und da ein bisschen was Digitalisierung natürlich machen. Gemächlich passt ja auch. Präsenz, da kommt niemand dran. Und das war der erste Glaubenssatz, den ich glaube, es war noch im März oder Anfang April, erstmal wirklich nicht kognitiv, sondern ich musste es spüren. Ich musste den ersten Kunden haben, der mit mir das gemacht hat. Ich gesagt, wow, wir können auch transformational arbeiten, so wie wir zwei jetzt hier nur in eine Kamera zu sprechen. Und ich habe für mich gelernt, die Kamera ist mein Freund und nicht irgendwie jemand, der mir wehtun will. Also Technik kann auch nicht nur begeistern, sondern auch wirklich, wirklich nutzen. Das war das Erste. Wir haben
komplett unser Geschäftsmodell Richtung viel, viel mehr virtuelles, viel mehr digitale Schnittpunkte, ja, zu unseren Kunden gebaut. Wir können nicht nur so einen Podcast jetzt hier machen, wir machen fast alle Führungskräfteentwicklungen und Trainingsprogramme mittlerweile optional auch virtuell. Ja, wir haben angefangen jetzt mit digitalen Kursen, online, E-Learnings, Blended Learnings, Hybrid Learning, diese ganzen Schlagworte, die wir vorher auch mal so hatten, wenn sie nachgefragt wurden. Aber wenn der Glaubenssatz heißt, hey, wir mit 25 Jahren Erfahrung, mit einer gewissen Reputation, mit wirklich super Trainern, die sind dann großartig, wenn sie präsent mit Menschen in einem Raum arbeiten. Das ist das Geschäftsmodell bisher gewesen. Das wird wahrscheinlich so nicht mehr zurückkommen. Wir werden nach wie vor auch wieder physisch uns treffen, aber ich bin da kein großer Prophet zu sagen, das wird sich radikal in der gesamten Gesellschaft verändern. Wir werden nicht mal eben von Hamburg nach Frankfurt oder München fliegen für einen Eintages-Workshop oder sowas, brauchen wir nicht mehr. Das heißt, da haben wir Richtung Kunde eine ganze Menge neu gemacht und sind mittendrin in alle möglichen neue Produkte auch auszurollen und zu testen und irgendwelche MVPs zu machen, ganz aktuell für einen ganz spannenden Leadership-Kurs haben wir gerade die mit über 50 Teilnehmern die so die erste MVP, so Minimum Viable Product, also so ein Prototypen, abgeschlossen, ganz aufregend, was haben wir so noch nie gemacht. Da kommen jetzt viel mehr Produkte, die in der Pipeline sind. Und intern, das war auch dann Teil deiner Frage, Jan, intern haben wir jetzt seit April, glaube ich, vielleicht Mai, ich weiß nicht genau, komplett Homeoffice. Also im Moment sind maximal zwei Mitarbeiter überhaupt noch im Büro. Ja, und der Rest ist überall verstreut in Homeoffices. Wir gucken jetzt, wie wir ganz langsam wieder zurückkehren. Hab jetzt aber gerade, das ist nicht mein Wort, ich weiß auch nicht, wer das geprägt hat. Letzte Woche kam der Begriff des Freedom, ja, also Freedom, Freiheit, aber mit der 3 Freedom als agiles Modell für Arbeitszeit. Und das habe ich sofort, was sind das? Klingt ja interessant. Das heißt, 3 Tage, deswegen 3, bist du als Mitarbeiter frei zu sagen, bin ich zu Hause, Homeoffice oder im Büro, aber an 2 Tagen der Woche im Büro. Und das könnte ein Modell werden, haben wir noch nicht beschlossen. Ich will das auch als Unternehmer nicht vorgeben, sondern das wollen wir komplett gemeinsam co-kreieren. Wenn alle sagen, ja, so machen wir das, wird es dann auch wieder so leichtes Zurückgeben. Also kein Zurück, sondern einen nach vorne unter ähnlichen Bedingungen, aber wirklich nicht den gleichen, die vorher da waren. Und das hat alles geändert. Wir nutzen jetzt Teams viel mehr und Zoom viel mehr und haben Daily Check-ins, Retrospektiven, die wir vorher so nicht brauchten, weil wir uns viel häufiger vor Ort gesehen haben. Also eine ganze Menge, die wir geändert haben. Moritz, das sind Themen für zig Podcasts, die du hier ansprichst. Mein Herz geht auf. Nein, wir sollten aber vielleicht, was ich gerne rausarbeiten würde oder nochmal vielleicht akzentuieren würde, ist der Unterschied zu der Situation vorher. Es gab ja, also nehmen wir mal für deine Branche, also Digitalisierungschancen sind da gewesen, aber es gehören ja immer zwei dazu. Also das Angebot auf der einen Seite und der Abnehmer auf der anderen Seite. Und ich glaube, was diese Situation jetzt verändert hat, ist die Dringlichkeit auf beiden Seiten sozusagen zu erkennen. Und das ist eine Chance. Ich würde das wirklich als Chance begreifen. Das hast du ja auch so gesagt. Für viele Businessmodelle, Geschäftsmodelle, die uns vielleicht auch gerade zuhören, das einfach an beiden Enden, es gehören immer zwei dazu, um ein gutes Geschäft zu machen, dass sich da einfach viel verändert hat und vielleicht wirklich hier an dieser Stelle oder in dieser Situation einfach viel verändern kann und wo es vielleicht kein klassisches Zurück oder in das alte Normal, sondern in dieses, wie auch immer genannte New Normal bewegt. Genau. Und ich glaube, das ist der Unterschied auch sicherlich in deinem Umfeld gewesen, ne, von diesen Glaubenssätzen, dass die vielleicht an beiden Seiten existiert haben und an beiden Seiten jetzt in Frage gestellt wurden und die Offenheit da ist, da neu drüber nachzudenken. Sehr schön. Aber auch nochmal Agilität. Du hast es jetzt so oft erwähnt und auch gesagt. Was hat es da eigentlich mit euch gemacht? Also du sprichst ja, ich persönlich und auch viele andere, wenn man ein bisschen sich eintaucht. Und ich hatte auch den Heiler Klaas hier schon im Interview, wo wir uns über Selbstorganisationen und so unterhalten haben. Was hat das eigentlich nochmal mit euch gemacht? Auch kulturell, wie du schon sagst, das sind ja ganz neue Begriffe, Retro, Dailies und so weiter und so fort. Also kam das jetzt Holter die Polter bei euch rein oder hattest du da auch schon zarte Pflänzchen gelegt und das wurde jetzt einfach auch nochmal intensiver in den letzten Wochen und Monaten? Ja, ich glaube, das Letzteres, was du gerade sagst, wurde intensiver und ja klar, wir sind ein kleiner Haufen. Ja. Wir haben 40 Trainer, wir sind zu sechst hier die Belegschaft, das ist jetzt nicht riesig.
Und schon erwarten alle zu Recht von mir in dem Moment als Unternehmer und Geschäftsführer eine Ansage, eine Vorgabe. Das ist so der klassische Weg. Und ich habe immer gesagt, ich möchte aber mein Unternehmen, unser Unternehmen nicht klassisch führen, sondern wir gehen Richtung agil und sogar, wenn du so willst, eine Stufe drüber, Richtung Thiel, ne, so Richtung Frederic Laloux, sehr viel mehr Selbstorganisation als im Agilen sogar noch. Und das haben die verstanden, aber das heißt noch nicht, wenn sie es verstanden haben, dass wir auch alle Juhu schreien und jeder weiß, was er zu tun hat. Ja? Das heißt, diese zarten Pflänzchen, die habe ich durchaus versucht, mehr oder weniger subtil oder auch deutlich zu säen. Am Anfang ist aber noch nicht wahnsinnig viel passiert. Ja? So Dailies waren noch schön und irgendwann hieß es dann aber so nach 2,5 Monaten in Corona, du Moritz, es wird uns jetzt zu viel, das wollen wir jetzt nicht mehr. Wie wäre es denn, wenn wir es nur noch einmal die Woche machen? So, und dann kann ich sagen, nein, machen wir nicht, weil ich weiß es ja besser und so. Wir müssen Dailies heißen Dailies, weil sie täglich, nein, Pflänzchen ja, aber was mir super wichtig ist, und das wäre vielleicht auch jemand, der sich für diese Richtung interessiert, aus der Klassik heraus, Richtung der Postmoderne, das funktioniert nur zusammen, gerade wenn du ein kleines Team hast. Das funktioniert nur ko-kreativ, also sprechen wir miteinander und das kostet erstmal Zeit und wir gucken, was ist, spricht dafür, was dagegen. Wir einigen uns vielleicht auf eine Prototypenzeit, auf ein paar Wochen, lass uns das mal ausprobieren, mit dem Versprechen auch wieder zurückkehren zu können. Aber holter die Polter, was aufzudoktrinieren, wir machen das jetzt so, weil ich das sage, weil ich Chef bin, ist so weit weg von meinem Mindset und ich glaube auch vom Zeitgeist, ganz ehrlich. Das mag noch funktionieren in manchen Branchen, bei uns mit Sicherheit nicht. Ich glaube, bei euch, so wie ich euch kenne, wird es auch keine gute Idee sein. Und insofern, nee, denn den guten, sowohl als auch Haltung ja, zu finden. Das hat bis hierhin gut funktioniert. Aber nochmal, Jan, ich möchte ehrlich sein, auch für die, die hier zuhören. Ich weiß auch nicht, wann die das sehen oder hören. August 2020 würde ich sagen, ja, wir haben eine ganze Menge richtig gemacht, auch einige böse Fehler gemacht, klar, normal. Aber es ist noch zu früh zu sagen, ob dieser Shift nachher auch den Erfolg bringt, den wir uns mit der Vision, die wir uns geben, auch vornehmen. Werden wir sehen. Wo vielleicht so als Abschlussfrage auch schon ein Stück weit, wo siehst du dich, wo siehst du deine Unternehmung so in einem Jahr? Unter den gegebenen Rahmenbedingungen, die schwierig einzuschätzen sind. Ich weiß, wie schwierig die Frage ist, aber wo steht ihr in eurer eigenen Reise, in der eigenen Transformation wo stehen wir als Gesellschaft? Und einfach mal so eine Einschätzung von dir zum Abschluss wäre auf jeden Fall sehr schön. Wo stehen wir als Gesellschaft? So eine 30 Sekunden Abschlussfrage, wo wir eine halbe Stunde drüber reden können. In meiner Vorstellung und unserer Vorstellung, also wir rechnen jetzt nicht in Einjahreshorizonten, sondern durchaus etwas langfristiger. In einem Jahr sind wir auf einem sehr guten Weg, unserem Purpose, ja, also spreading the joy of transformation. Es geht um Freude, um Transformation, um wirklich um die größeren Themen voranzutreiben für unsere Kunden. Und das funktioniert nur, wenn wir bei uns selber, unsere Hausaufgaben, ne, bei uns selber beginnen. Das heißt, wir werden deutlich weiter sein in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, wie wir mit Kunden umgehen, welche Projekte wir auch ablehnen. Wir haben bisher fast ganz wenig abgelehnt, weil wir gesagt haben, oh, immer mehr ist gut. Nee, wir haben unser Profil geschärft. Also da werden wir, denke ich, in einem Jahr deutlich weiter sein. Wir werden in dem viel digitaleren Geschäftsmodell ein viel breiteres Portfolio haben und Angeboten, wie wir noch integraler und auch ganzheitlicher unsere Kunden begleiten werden, schon in einem Jahr. Und wenn du jetzt gefragt hättest, in drei Jahren wäre ich dann wieder ganz, dann kriege ich schon wieder wässrige Augen, wo ich sage, ja, in 3 Jahren, und das ist mein Ziel, werden wir mehr oder weniger unabhängig sein von diesen Art, du hast es schwarzer Schwan genannt. Für mich war es ein schwarzer Schwan, wenn wir die Wissenschaftler fragen. Ich habe natürlich jetzt, wie wir alle, im Nachhinein Bill Gates nochmal angeschaut. Der hat das vor 5 Jahren genauso vorhergesagt. Das war kein schwarzer Schwan. Wir hätten es wissen können. Nur ich als Unternehmer oder als derjenige, der übernommen hat, hat das nicht antizipiert. Den Fehler will ich in meiner Unternehmerkarriere nicht nochmal machen, ganz ehrlich. Also jetzt versuchen wir, jetzt den Grundstein zu legen, um uns genau davon unabhängig zu machen. Und wenn das nicht funktioniert, weil wir zu sehr auf ein Geschäftsmodell beschränkt sind, das müssen wir von vornherein, so ein bisschen Ambidextrie, ne, so die Beidhändigkeit walten lassen, auch was das Kundenportfolio angeht. Und das ist das Learning. Und insofern, das war vielleicht die Antwort für die Gesellschaft, ganz, ganz schwer. Ich glaube, wir werden kurzfristig noch. Zweite Welle ist der falsche Begriff, würde jetzt hier der Virologe sagen. Ich bin aber keiner. Insofern, ne, es wird die Zahlen steigen. Das wird im Herbst und Winter aus meiner Sicht noch mehr kommen. Das wird dazu führen, dass viele Unternehmen aus einer hygienemedizinischen Sicht auch nochmal einen Schritt zurückgehen, wo wir ja ganz tatsächlich seit Juli wieder teilweise physische Präsenzmeetings ja wieder abhalten. Ja, die kommen ja schon wieder zurück. Das wird nochmal wieder weniger. Auf der anderen Seite, das hast du eben angesprochen, die Bereitschaft und die Notwendigkeit der Kunden wird steigen, jetzt auch wirklich rein technisch virtuelle Formate einzukaufen von Leuten wie uns oder anderen.
Ja, ich habe einen riesen Kunde im Einzelhandel. Ja, die haben gesagt, ja, ist schön, würden wir auch gerne, können wir aber nicht, weil wir die Infrastruktur überhaupt gar nicht haben. Die sind deutschlandweit aufgestellt und wir können gar nicht garantieren, dass die Führungskraft in Berlin, wenn die in irgendeiner Filiale sitzen, überhaupt die Bandbreite haben, um so eine Videogeschichte mit, wie wir sie jetzt haben. So, das wird sich ändern, also es wird sich so ein bisschen austarieren. Und es wird eine Konsolidierung geben. Eine Konsolidierung in unserer Branche, wahrscheinlich in fast allen Branchen. Und da gibt es eine Menge Risiken und eine Menge Gefahren, auch gesellschaftlich. Aber es gibt natürlich genauso, ne, das Glas ist, ja, wenn du optimistisch bist, bei mir immer halb voll, jetzt nicht wirklich. Aber bei mir ist es, glaube ich, halb. Siehst du, also metaphorisch, ja. Halb voll, ja. Ist es immer noch eine Riesenchance. Und so, ja, sehe ich das. Das ist mein Weltbild. Und ich glaube, auch wir als Gesellschaft und auch gerade hier in Europa, auch wir können da als, ja, nicht Gewinner, aber wir können daraus lernen. Und wir können uns vor allen Dingen den Spiegel vorhalten. Und das ist was letztlich an der Mission von Alpha Inspiration auch nahe kommt. Es geht nicht nur um Profit. Es geht nicht nur um Erfolg im Sinne von monetärer Erfolg, sagt der Banker hier. Es geht auch darum, um Nachhaltigkeit, um wie gehen wir mit dem Planeten um. Wir hatten jetzt letzte Woche den Earth Overshoot Day, wie du bestimmt weißt, wo ich sage, ich kriege eine Gänsehaut und mir, auf Deutsch, Entschuldigung, mir kommt das Kotzen, ja, wenn wir so unreflektiert konsumieren. Und der Ökonom hat gelernt, es gibt das ewige Wachstum. Das ist leider falsch. Ja. Hoffentlich desillusioniere ich jetzt hier niemanden, der zuhört. Das wird nicht funktionieren. Und das ist die Chance für uns als Gesellschaft, zu gucken, wie können wir nachhaltig, sinnvoll wirtschaften und Produkte und Dienstleistungen schaffen, die gebraucht werden, aber die wir auch uns in den Spiegel gucken können und uns in die Augen schauen können. Und wo auch unsere Enkelgeneration jetzt sagt, jawohl, danke euch, dass ihr damals nicht nur blind weitergemacht habt von dem, wie es eine Zeit lang aussah. Und ich glaube, das ist eine Verantwortung, die wir alle tragen. Die Unternehmer, die Führungskräfte, aber letztlich die gesamte Gesellschaft. Sehr schön, Moritz. Vielen Dank. Das waren nochmal gute Stichworte und das werden wir mit Sicherheit auch in den ein oder anderen Folgen im Kontext der Nachfolge nochmal aufgreifen können. Auch Themen, die mich sehr interessieren. Du hast es angesprochen, Gemeinwohlökonomie und ähnliche Themen, die dann einfach mit reingehen. Fand ich einen sehr schönen Abschluss. Ich bedanke mich recht herzlich für das tolle Gespräch und drücke dir natürlich die Daumen, dass das alles so weiter so gut klappt und funktioniert. Und wir bleiben in Kontakt und vielleicht kommen wir ja mal nochmal zusammen in diesem Format und können dann rückwärts reflektieren, ob das, was wir uns so ausgedacht haben, auch so eingetreten ist. Sehr gerne, lieber Jan. Vielen Dank für die Einladung und herzlichen Glückwunsch jetzt, glaube ich, zur 10. oder 11. Episode. Ja, richtig. Zehn. Heute ist die 10. Ja. Lad mich doch zur 25. gerne ein. Dann haben wir die 25 wieder und dann gucken wir nochmal drauf. Ist notiert. Also, bis dann und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Dankeschön, Jan. Ciao.